Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Let's Play World of Tanks mit dem Replay vom UI. Mal ein anderer Panzer, ein Tier 5 Panzer, den wir so, glaube ich, noch gar nicht, also wenn überhaupt einmal, aber so sonst noch gar nicht gesehen haben. Und das Replay habe ich ja eingeschickt bekommen, dachte mir, ja, warum eigentlich mal nicht? Die XP schauen gut aus, Lucky Kid hat sich hier ordentlich ins Zeug gelegt. Dann schauen wir uns doch den mal an und deswegen heute mal ein 5er Gefecht. Eher was Seltenes. Von dem her, genießt es, denn so schnell wird es wahrscheinlich nicht mehr kommen. Aber wie gesagt, die XP haben mich einfach überzeugt. Und ja, der Panzer selber ist einfach für sich so, ich sag's nett, merkwürdig. Weil er einfach ausschaut wie so ein, ja, er ist ein Brotkasten. Keine Ahnung, also wer da irgendwie offiziell der Designer hätte geführt, keine Ahnung, mir fehlen die Worte. Das Ding ist einfach nur merkwürdig, in jeglicher Art und Weise. Aber vielleicht genau deswegen einfach auch mal wieder zeigenswert oder sehenswert oder zumindest diskutabel. Entscheidet ihr, was ihr davon haltet. So, jetzt gibt es ja mit dem T-34 da so eine kleine Kuschelaktion. So, jetzt stellen sich alle vor neben ihm. Aber den UI natürlich so ein bisschen anzuschieben, die können sich da anstrengen, wie sie wollen, bringen tut es ihnen mal gar nichts. Der T-34 ist im Platoon mit dem KV, also, naja, vielleicht hat der ST hier gut gemeint und wollte ein bisschen anschieben, aber den schieben, das ist aussichtslos. Auf jeden Fall hat er es hier unbeschadet rüber geschafft. Das ist erstmal das Wichtigste, denn da auf dem Weg bekommt man ganz gern mal einen auf den Deckel. Wirkungstreffer. Der ging voll durch ihre Panzerung. Jetzt hat er schon die ersten 2 Hits Richtung Hetzer setzen können, aber die letzten 3 HP, die wollen auch noch weg. Und das hat er auch noch geschafft. Da kommt gleich das nächste Opfer mit dem VK daher. Hat natürlich einen schönen schnellen Reload. Und gerade hier ist es natürlich als Top-Tier umso angenehmer. A20 läuft auch. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Also bis jetzt macht er sich da recht einfach. Es steht aber 9-9, also die Runde selber ist noch in keinster Weise irgendwo entschieden. Schöne Granate da auf den T-67 mit HE schon gut vorgehalten und dann auch rausgebolzt. Jetzt muss er natürlich Richtung Basis fahren. Ein A der T-67, dann der UI. Und der einzige Verteidiger ist da aktuell der Keho. So, T-67 und die Sau. Sau, T-67 und Marder. Alle auf dem Weg zu ihm. Aber jetzt hat die Sau keine Chance. Wird da geschlachtet. Ja, dafür müsste ich eigentlich was in die schlechte Witzkasse geben. Aber nein, mach ich nicht. Ist mir egal. So, da ist der Marder. Auch der bekommt HE direkt rüber gebolzt.
Nochmal eine, sogar sehr knapp. Gerade noch getrackt. Da dachte er sich, kann ich schon abhauen, aber nee, noch nicht ganz. Jetzt kann er fahren. So, da hinten kommt noch ein ganz schönes Stickschiff an, nämlich sein Pendant, der OI. Mit dem wird er nochmal ein bisschen Spaß haben. Stuck könnte natürlich auch nochmal Schaden an ihm machen. Mal schauen, ob der Keho das da oben regelt. So, jetzt geht's ab. Der UI gegen den UI. Jetzt geht er natürlich mit Premium an die Sache ran. Da tut er sich natürlich etwas leichter. Ist ihm auch bewusst. Der gegnerische UI hat das noch nicht so ganz auf dem Zettel. Der bleibt hier eisern und versucht es mit AP. Das ist natürlich jetzt sein Glück, dass er hier den so einfach wegsnacken kann. Und jetzt in der Zeit kommt dann auch der Stuck daher oder das Stuck. Er macht seinen 9. Kill. Eine sehr unaufgeregte 9-Kill-Runde mit 3130 Damage und 2090 geblockt und 1700 Basiserfahrung. Eine sehr unaufgeregte Runde als Top-Tier, aber auch solche Runden muss es mal geben und wir werden alle neidisch, an seiner Stelle zu sein. Deswegen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Eikramba.